Moin Moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu, ja, heute keine Runde Hand Showdown, sondern zu einer Erklärungsrunde bezüglich der Änderungen, die Update 1.2 mit sich bringen wird oder mit sich bringt. Das ist ja nun seit heute live. Ja, was ist nun neu ins Spiel gekommen? Das sogenannte Onboarding, ein Trainingsmodus für neue Spieler, die den Einstieg in Hand wagen möchten und dies nicht gerade auf die harte Tour, sondern halt in einem Trainingsmodus. Es gibt da drei Modi, in denen ihr spielen könnt. Das ist einfach, normal und schwer. Wenn du im Training stirbst, passiert nichts, ist nicht so schlimm, du respawnst und kannst weitermachen, wo du aufgehört hast. Als Belohnung für jede bestandene Mission bekommst du Blutmarken. Für die leichte Mission 100, für die mittlere, also für die normale Mission, bekommst du 250 und für die Profi- oder schwere Mission bekommst du 500 Blutmarken, sind insgesamt 850 Blutmarken, die du dort rausholen kannst. Das ist schon eine Menge Zeug, was du da für dieses Training als Belohnung bekommst. Ja, was noch? Das Training ist wiederholbar. Du kannst es jederzeit wiederholen, wirst allerdings wahrscheinlich dafür keine Blutmarken mehr als Belohnung bekommen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle starten wir einfach mal das Training und schauen uns das mal live an. Wir beginnen, und wie soll das auch anders sein, mit der Basisversion als mit der einfachen Version und steigern uns dann Schritt für Schritt, bis wir alle 850 Blutmarken verdient haben. Ich spiele das jetzt einfach mal durch und erkläre euch oder erzähle euch währenddessen weiter, was es Neues und Verbessertes so in Hand Showdown gibt. Was mir besonders gut gefällt und was ich bestimmt auch nutzen werde, wenn ich dran denke, ist das Muten bzw. Entmuten der Gegner in seiner Umgebung. Wer kennt es nicht, dieses geisterhafte, plötzlich auftauchende Gelaber aus dem Nichts, was dich eigentlich mehr irritiert und erschreckt? Auf alle Fälle finde ich es prima, dass man das jetzt abschalten kann, dass man die Leute mundtot machen kann. Allerdings nur für den jeweiligen Run. Seid ihr mit dem Run durch, startet den nächsten, müsst ihr dafür wieder ein paar Mühen auf euch nehmen und die Typen dann wieder explizit mundtot machen. Weiter geht's mit den Änderungen. Dreierteams sind nun auch mit Randoms, also zufälligen Spielern, möglich. Die Einladung erfolgt so, wie ihr halt eure Freunde zu einem Trio einladet. Also wie gehabt. Keine großen Änderungen, nur dass es halt jetzt zwei zufällige Partner sind, die mit euch dann im Trio unterwegs sind. Für die Solo-Bounties wurden die Boni erhöht, und zwar 1 gegen 2 gibt $250 pro extrahierten Token, 1 gegen 3 gibt ganze $500 pro extrahierten Token und 2 gegen 3 gibt immerhin noch $125 für jedes extrahierte Token. Weitere Änderungen und Verbesserungen gab es an der Performance des Clients und auf der Serverseite, Stichwort Rubberbanding, was ich eigentlich selber so nie wahrgenommen hatte. Auf der Clientseite jedoch schon, wenn ich zum Beispiel meinen Jäger ausrüsten wollte und ein Item in einen Slot packen wollte, habe ich den Slot ausgewählt, das Item geklickt und gekauft und dann passierte manchmal sekundenlang nichts, also habe ich nochmal auf das Item geklickt und schon hatte ich es zweimal gekauft. Das soll nun hoffentlich der Vergangenheit angehören. Stichwort Ölpfützen. Ja, kann ich eigentlich irgendwie gar nichts dazu sagen, weil ich die nie bewusst irgendwie wahrgenommen oder eingesetzt habe. Jedenfalls brannten die wohl vorher nur mit 30 Sekunden und brennen jetzt ganze 5 Minuten. Wahrscheinlich war ich nicht der Einzige, der die kaum genutzt hat, denn durch die Erhöhung dieser Brenndauer möchte man erreichen, dass sie mehr als taktisches Mittel in der Kriegsführung und in der Kampfkunst da halt eingesetzt werden. Okay, ob es klappt, werden wir sehen. Ich muss mal die Augen offen halten, ob ich mal so eine sehe und dann vielleicht mal auch nutze. Weitere Änderungen gab es an der KI, und zwar bezüglich äußere Einflüsse auf NPCs innerhalb eines Gebäudes. Sprich, vor der Änderung war es so, dass NPCs im Gebäude getriggert wurden von Einflüssen, die außerhalb des Gebäudes stattfanden.
Sprich, bist du am Gebäude vorbeigelaufen, hast du den NPC innerhalb des Gebäudes getriggert und der wurde rebellisch. Auch der Butcher wurde nicht von Änderungen verschont und somit soll es nun möglich sein, ihn mit einem einzigen großen Dynamitbündel in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Kommen wir nun zu einer weiteren großen und wichtigen Änderung, und zwar das Bossflüstern. Vor dem Update gab es ja zwei Warnbereiche, den inneren und den äußeren. Diese beiden Bereiche wurden nun entfernt. Es gibt jetzt nur noch 51 Meter Radius um den Boss herum. Und jetzt kommt's. Wenn man in der Range ist, also innerhalb dieses 50 Meter Radius sich befindet, dann muss man die Schattensicht benutzen. Und dann gibt es zwei mögliche Benachrichtigungen, die man bekommen kann. Erstens, befindet sich kein Jäger innerhalb des Radius mit euch, dann hört ihr normales Flüstern und ein weißes Aufblitzen des Boss-Icons in der linken oberen Ecke. Sind allerdings Jäger innerhalb dieses Radius, dann hört ihr ein aggressives Flüstern und ein rotes Aufblitzen des Boss-Icons. Es gibt also keine Einmalbenachrichtigungen mehr, weder per Audio noch per visueller Wahrnehmung, wenn man den Radius betritt. Man muss die Schattensicht benutzen. Wie sich das auswirkt, wird man im Spiel sehen. Klingt nicht schlecht, ob's gut ist, wird sich zeigen. So, damit befinden wir uns auch schon in der letzten, dritten Mission Profi, also schwierig. Und ich muss irgendwie sagen, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt schwer in die Lage eines Anfängers zurückversetzen, aber das einzige Gute an diesem Trainingsmodus waren die 850 Blutmarken. Im Wesentlichen besteht es einfach nur reingehen, Hinweise sammeln oder auch nicht. Der Boss war bei mir eigentlich immer an der gleichen Stelle, immer im Schlachthaus. Hinweise sammeln oder sein lassen, Boss totschlagen, Trophäe einsammeln, rausgehen, Blutmarken kassieren, fertig. Es gab keine Interaktion mit anderen Jägern. Okay, es ist ein Trainingsmodus, aber man hätte eventuell NPCs, Jäger-NPCs implementieren können, je nach Schwierigkeitsgrad. Also Basis, dann Fortgeschritten und Profi, hätte man NPCs implementieren können, die zurückschießen, dass es auch mal ein Gefühl für eine Schießerei entwickelt wird. Die Waffen, die auf der Erde lagen bei den toten Jägern, die kann man aufheben und damit etwas Schießen üben. Der Boss war immer der gleiche, es war immer die Spinne. Man bekommt auch kein Gefühl für den Butcher oder für den Assassinen, die ja wieder unterschiedliche Mechaniken haben und unterschiedlich auch, eigentlich nicht, weil ich schlag alle mit der Axt tot. Aber man sollte das auch mit implementieren, dass es nicht immer der gleiche Boss ist. Also Fazit von mir, Trainingsmodus enttäuschend. Gut, soweit zum Trainingsmodus. Kommen wir nun zu den Waffen. Hier wurde der Schaden des schweren Angriffs mit der Kralle erhöht, und zwar von 120 auf 135. Die Stamina-Kosten dafür wurden gesenkt, sie sind nun die gleichen wie bei der Machete. Die Romero-Beil wurde der leichte Angriff, der Schaden des leichten Angriffs wurde von 60 auf 90 erhöht und der Schaden des schweren Angriffs wurde von 120 auf 135 erhöht. Die Haftbombe verursacht nun Blutungsschaden. Weiter geht's mit der Bornheim. Hier wurde bei beiden Varianten der Rückstoß leicht erhöht. Damit wird es schwerer, den Gegner durch Dauerfeuer umzulegen. Außerdem sind die Waffen teurer geworden. Die normale Bornheim zum Beispiel von $80 auf $96 gestiegen. Die Machete und das Säbel. Die Stamina-Kosten wurden bei beiden verringert. Jetzt sind auch bei beiden 5 anstatt der bisher 4 schweren Angriffe möglich. Die Leuchtpistole macht nun einen Schaden von 75, sprich, der wurde erhöht von 10 auf 75. Damit soll deren Einsatz im PvP reizvoller gemacht werden. Bei der Derringer wurde die effektive Reichweite erhöht.
Außerdem gibt es neue Melee-Waffen, und zwar das schwere Messer. Das ist so ein Zwischending zwischen Messer und Machete. Man kann damit schon mal einen Grand umhauen mit dem ersten Schlag oder mehrere gleichzeitig treffen. Die Kosten, die Stamina-Kosten dafür entsprechend der Machete. Und man schaltet diese Waffe frei, indem man das Messer spielt oder benutzt. Dann gibt es noch ein Faustmesser. Das ist eine Mischung zwischen Schlagring und Messer. Einfacher Angriff bedeutet schlagen, schwerer Angriff bedeutet zustechen. Macht allerdings weniger Schaden als das Messer. Dann haben wir im Spiel selber noch zwei Waffen, die man finden kann. Und zum einen ist das die Mistgabel. Die verursacht Stichschaden mit einem schweren Angriff, ähnlich einem Bajonettangriff oder einem Säbelangriff. Der leichte Angriff stößt Gegner zurück. Wie man es kennt, wenn man keine Ausdauer mehr hat und mit dem Gewehr schlägt, dann schlägt man so beidhändig mit dem Gewehr. So stelle ich mir das vor. Als nächstes haben wir noch die Schaufel, deren leichte Angriffe erfolgen mit den scharfen Rändern. Die schweren Angriffe mit dem Schaufelblatt, und damit soll man wohl auch schon mal dem einen oder anderen unvorsichtigen Jäger den Schädel einschlagen können. So, das war's soweit von mir zu Update 1.2. Ich hoffe, es war einiges dabei, was euch geholfen hat. Jetzt stürze ich mich doch auch gleich mal selber ins Spiel. Es ist reichlich spät geworden. Ich wollte das Video aber heute noch raushauen. Also, ich wünsche euch was. Wir sehen uns oder hören uns. Bis dahin. Tschüssi.